Willkommen zurück zu Annepick. Wir befinden uns gerade noch nicht in den Gardens, da werden wir dann gleich hingehen. Aber als allererstes möchte ich bei Zoran mal gucken, ob es da irgendwas Interessantes zu kaufen gibt. Denn es wurde so ein paar Mal vorgehoben, dass man bei ihm Sachen kaufen kann. Und ich denke, es wäre gar nicht mal falsch zu gucken, was man bei ihm kaufen kann. So, wir haben nur unendlich viele Scrolls, die sind mir vollkommen Wurst. Wir haben Spark of Life, Resurrect the Dead Pet. In the inventory, look for the dead pet and select the resurrect option. Teleports you straight to Zoran's shop. It's not expended upon use. Oh. Das ist natürlich gar nicht mal so uninteressant, aber ich weiß nicht, ob es das tatsächlich wert ist. Golden Box. Locate the box containing the pure spirit in your area. The icon will appear in your map and is not expended. Oh. Das ist gar nicht mal so uncool, aber ich weiß nicht, wie viele von wir da wirklich antreffen werden. Wenn wir wirklich pro Areal bzw. pro Guardian einen bekommen, dann haben wir noch einige vor uns. Wir sind jetzt aktuell bei 3 von theoretisch 7, wenn wir mit der Logik arbeiten. Flare Launcher, okay, whatever. Und wir haben die Möglichkeit, weitere Bögen zu kaufen. Wirklich angetan bin ich davon noch nicht. Ansonsten, was haben wir noch? Teleport you to the person who gave you your active... Das ist gar nicht mal so uninteressant. Lass uns mal davon ein paar kaufen. Mal 5 so. Gar nicht so falsch, gerade wenn man A Leap of Faith betrachtet. Teleport to Zoran. Ich meine, man kann das einmal so kaufen. Oder man könnte einfach hingehen und Pilgrim's Shell kaufen. Ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich wert ist. Und es ist ein Face Store, will ich auch mal ganz kurz gucken. Teleport you to the farthest point you could walk without falling or jumping. Aha. Golden Box wäre vielleicht auch gar nicht so falsch, aber das ist halt schweineteuer, ne? Und ich weiß nicht, ob es wirklich so wichtig ist, dadurch, dass wir ja eh in den meisten Fällen eigentlich versuchen, alles zu entdecken. Also wirklich angetan bin ich davon noch nicht. Okay, ich würde sagen, ich kaufe einfach mal eine davon. Und das war's. Weißt du was? Ich kaufe mal hier eine. Denn ich werde mir die Freiheit nehmen. Machen wir lieber Face sofort. Ich denke, das können wir einfach jetzt nochmal probieren. Denn da gibt es eine Sache, die ich ganz gerne vorher ausprobieren möchte. Das ist Zoran. Das ist Return. Active Quests of Face. Und pressing F4 allows you to see and use all the scrolls you have. Press F1 to return to the shortcut panel. Okay, cool. Ich will nämlich testen, ob man diesen Hive da hinten kaputt machen kann. So, als allererstes wollen wir... Nope, nicht das, das hier. Wir wollen eine gewisse Hilfe haben. Und ich will gucken, man kann das anvisieren. Das ist natürlich sehr schick. Dementsprechend haben wir das einfach mal getroffen. Und ich mache einfach mal nochmal einen weiteren Schuss. Okay, es war zu erwarten, dass der irgendwann was anderes trifft. Mhm. Ja, so langsam erwarte ich, dass das Ding umkippt. Das wäre ganz angenehm. Ansonsten müssen wir vermutlich dann tatsächlich sogar gucken, die anderen... Oh, das Ding hat es immer noch überlebt. Holy shit. Natürlich sind jetzt mittlerweile so viele Viecher auf dem Screen, dass zum Hive zu gelangen gar nicht mehr selbstverständlich ist. Das Gute ist, ich habe genug Red Essence, um ein bisschen um mich zu werfen damit. Holy shit. Stop taking one for the team. Ja, ist angenehm, dass du die ganzen Viecher zerstört. Ah, endlich. Okay. Gut, dann arbeiten wir uns jetzt hier so langsam auch mit Pfeil und Bogen da durch. Ah ja, also ab und zu kann man auch verfehlen, also das wollte ich eh schon so ein bisschen erfragen, ob man die Sachen immer trifft, obwohl sie sich bewegen. Und die Antwort ist ganz klar, nein. Ich weiß nicht, wie wichtig ist es, die zu zerstören hier alle, aber zu einem gewissen Grad wäre es vielleicht gar nicht mal so falsch. So, ich denke, das größte Problem ist, denke ich, ganz klar, diese Kugel, die da entlang fliegt. So, da hinten sind jetzt noch ein paar.
Wäre ganz schick, wenn ich die vielleicht noch zerstören könnte, bevor die mir irgendwie zu problematisch werden. Ja, du Drecksack. Du Drecksack. Ah, vielleicht sind die da hinten schon gar kein Problem mehr. Okay, die große Frage ist, wo müsste man landen, wenn man guckt, wenn wir da runterlaufen? Das Ding ist, denke ich, nicht hundertprozentig zentral. Also ich denke, irgendwo hinter der Kugel müsste das sein. Ich denke, ich werde mal so ein bisschen ansteuern. Diese erste Wine, die danach kommt, die so ein bisschen zicki-zacki ist. So vielleicht? Goddammit! Das war super knapp. Holy shit, yes! Das hat so lang gedauert. Holy moly, okay. Wir haben damit... Grant's Wisdom gives you 5 extra... Skill Points. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich das selber lese. So, jetzt haben wir das selber gemacht. Jetzt gehen wir ganz bewusst hin, nutzen die Scroll of Return, um ohne Probleme dahin zu kommen. Aber das ist auch die Frage, ob man... Was man macht, wenn man die nicht gekauft hätte. Holy shit, war es glücklich, das rechtzeitig gemacht zu haben. Old one. Here's the book. But how is this possible? The pages are blank. You read it. Why did you not tell me that you have the gift of literacy? Well, you didn't ask. Yeah, you are right. I underestimated your intelligence, guided by the prejudices of youth. Today, I learned a hard lesson. Farewell. Oh, da ist auch gleich verschwunden. Ja, ich habe mir die Freiheit genommen, hier einfach auf Geschwindigkeit zu setzen und gar nicht erst großartig versuchen, die Viecher zu besiegen, sondern eher schnell zu sein. So, ich denke, wir müssen ganz klar nach unten und diesen einen Punkt noch uns angucken, denn... Ach du Scheiße, sind hier viele. Kann ich da irgendwie cleverer vorbeikommen? Vermutlich, aber meine Idee wird einfach sein, schneller zu laufen als die Viecher. Ja. Ansonsten, ich sollte vielleicht überlegen, den Frog zu entfernen, damit der nicht eventuell angegriffen wird. So. Nope, lässt mich bitte in Frieden. So, jetzt sind wir hier unten. Sehr gut. Ich will hier wirklich einfach gucken, ob hier die letzten Pflanzen versteckt sind, denn ich weiß nicht, wo die sein. Wow, könnten. Okay, das ist echt uncool. Oh, damit kann ich den hinteren treffen. Das ist cool. War mir nämlich nicht sicher, ob der vordere nicht davon sogar getroffen wird. Weil es ja die Situation ein bisschen unangenehm im macht. Oh, draufgegangen ist er. Super. Das heißt, wir gehen ganz kurz nach unten. Rüsten uns mit der Frost Staff aus. Du Drecksack. Nimm mir das Ding weg, während ich nicht rankommen kann. Ja, und hier ist wieder das Problem mit diesen grünen Mistviecher, die einen vergiften. Ich hoffe einfach mal, dass wir das überleben können. Ring of Ice. Gar nicht mal uncool. Und zwar extra Schaden mit Frost. Jo. Dadurch, dass wir genug Finger noch frei haben, nehmen wir das natürlich an. Okay, wir haben das Problem. Wir haben noch zwei weitere Pflanzen und ich weiß nicht, wo die sind. Als erstes, es geht angeblich nach rechts hier noch weiter. Und ich will wissen, wo das sein könnte. Das ist die Tür. Okay, die Tür können wir auch nicht von hier öffnen. Oder ist das die Sache da oben? Oh, da realisiere ich auch gerade. Es gibt eigentlich noch eine Sache, die ich hätte machen müssen. Das machen wir dann gleich. Aber ich würde ganz gerne erstmal hier noch diese zwei fehlenden Pflanzen finden. Ich weiß nicht, wo die sein könnten. Die Tür haben wir aufgemacht, das ist klar. Das ist jetzt doof, dass ich diesen Weg nehmen muss, an den allen wieder vorbei und so weiter und so fort. Gut. Okay. Also,
Das ist so, denke ich, der einzige problematische Punkt hier aktuell mit dem Spiel. Okay, ich realisiere, dass das nicht die cleverste Idee war. Dass ich mich jetzt hier durcharbeiten muss und bisher gegen die Skeletons mich eher problematisch anstelle. Holy shit, dass er das überlebt hat. Ja, und da muss man natürlich auch überlegen, ob man nicht irgendwann hingeht und vielleicht sogar Feuer nochmal verbessert. Mit Feuer dürfte man eigentlich relativ sicher sein. Frage ist, ob das ernsthaft mehr Schaden anrichtet. I don't know. Wenn der aktuell spamme ich den Spaß einfach mal. Ja, missfallen hat mir das schon so ein bisschen. So, die nächste Sache wird jetzt auch schon wieder knackig. Oh, das sind sogar drei. Oh boy. Ich probiere es einfach mal. Ja, nicht elegant, aber ich nehme es einfach mal so dankend an. So, ich heile mich mal kurz. Und wir gucken, was da hinten jetzt noch auf uns wartet. Eigentlich hatte ich da, dachte ich, alles mitgenommen zu haben. Aber das kann natürlich auch täuschen. So, wir hatten... Da oben ist eine Tür, wo wir aktuell noch nicht weiterkommen. Da brauchten wir irgendeinen Schlüssel. Schlüssel zu Labyrinth, glaube ich, war es. Meines war Labyrinth. Ich kann mich auch sehr einfach dafür... dabei täuschen. Goddammit. Also die Viecher hasse ich, weil man genau planen muss. Was habe ich da gerade bekommen? Ein Emerald. Ja, Small Emerald, okay. So, mach den mal platt, dankeschön. Waren wir in der Tür drin? Das könnte ich euch jetzt mal überhaupt nicht beantworten. Dementsprechend werden wir das gleich mal nachgucken. So können wir das machen, wunderbar. Hier waren wir noch nicht. Okay, dann müssen wir auch hier logischerweise lang. So, ich hasse die Sache hier mit dem Boden. Common Mandroga. Do not cut, do not water with urine, do not fertilize with feces. This must be the mandrake. I will need a pot to transplant it. Okay. Oh, wir sollten vorher gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber scheinbar. Moment. Sollten wir auch hier unten noch gucken. You never know. Okay. Hier ist sonst weiter nichts. Schön unfein, dass es hier dunkel ist. Mal schön die Ecken checken. Okay, das wurde uns auch gegönnt. Ich denke, da wo irgendwas dranhängt, brauchen wir gar nicht erst gucken. Okay, jetzt will ich mir aber hier erstmal umgucken. Da ist eine Tür. Da ist Spinnenweben dran. Mutti ist ebenfalls mit Spinnenweben. Es ist immer merkwürdig, wenn so eine große Karte am Start ist. Aber man nichts großartig sonst hier finden kann. Where the fuck am I? Ha. Hier sind wir doch schon mal gewesen. Bin ich jetzt doof? Achso, wir kamen durch die... Ah, jetzt verstehe ich, was Sache ist. Wir waren hier... Oh, Szenario nicht, okay. Wir waren hier schon mal, wir konnten durch die Tür nicht durchgehen. Das ist natürlich ein schicker Shortcut. Definitiv. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß leider wirklich nicht, wo wir Gottverdammt nochmal die letzten beiden Dinger finden. Kein Plan. Denn ich dachte, wir waren überall. Also entweder habe ich irgendwo welche übersehen. Was die Sache extremst ätzend machen würde. So, Froggy, mach mal bitte.
Damn it. Ja, da kann ich mich zurückziehen. Ja, es ist jetzt ein Problem, denn die letzten beiden Dinger zu finden wäre schick, ohne damit 3 Stunden zu verbringen. Also ich denke, ich werde mal ganz kurz alleine auf die Suche gehen und mir so erhoffen, das zu finden. Nach etwas Herumgesuche habe ich auch endlich den Punkt gefunden, wo wir noch nicht waren. Und zwar hier gleich am Anfang, wo man hier dann später theoretisch zu dem Shop gehen kann oder den ganzen Weg da oben entlang gehen kann. Gibt es hier noch eine Leiter, die wir ignoriert hatten, ganz bewusst, wegen diesen verdammten Archern, die hier am Start sind. Autsch, das war viel Schaden, holy shit, das ist viel Schaden. Ernsthaft? Holy shit. Dass ich das überlebt habe, ist keine Selbstverständlichkeit. Holy moly. Ihr könnt einfach durch das Holz durchballern, ernsthaft? No! Oh, Gott sei Dank. Das war nämlich so eine Sache, die ich auch nie wusste, was passiert. Ob man NPCs tatsächlich angreifen kann. Oder gerade eben nicht. Aber machen wir den bitte noch platt. Dankeschön. Und kümmern uns jetzt hier um die letzten Pflanzen. Sehr schön. So, Licht ist bitte auch gegeben. So, du siehst aus wie einer der Viecher. Und es tut mir leid, dass ich nicht die Rasse weiß. Herr General Akbar. It's a trap. Und an die komme ich scheinbar nicht so einfach ran. Excuse me, there is a tile sticking out from the floor there. Could you please tell me what it is? It's a trap. I was thinking the same thing. Thanks. Tatsächlich geht das Spiel so weit. Thank you. Okay, damit haben wir den nächsten Bereich hier freigeschalten und ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist angenehm, aber nicht hilfreich. Denn das große Problem ist, dass wir immer noch nicht so an wirklich viele Punkte rankommen. Von hier muss man immer noch an super vielen Skeletons sich durch... Oh, boy. Another invoker. Zira? Zira? Dude, Zira, where are you? Don't leave me now. Zira? Zira? Still here. Fuck, I thought you were gone. That you left me here alone. I wish I could. Look, what can you tell me of this guardian? That if he kills you, I will be eternally grateful. Playing hard to get, huh? Come on, man, give me a clue. I have a right to know my adversary, don't I? I can only tell you that this is a living tree, and it is only vulnerable to arrows. So, if it's a tree, wouldn't it make more sense to cut it down with an axe or to burn it? How can you be so stupid? Magic trees are immune to axes and fire. Hey, I didn't know. In my world, trees aren't magic, okay? What? Ich meine, ich mache schon mal Licht an, aber ich werde logischerweise den Kampf jetzt hier nicht starten. Okay, damit haben wir das. Ich weiß leider nicht, wie wir die Sache hier machen, aber vielleicht hängt das mit diesem Quest zusammen. Let's find out! All the plants are fertilized. You don't have something to remove this stink, do you? Flying plant. Appears with only half health. Drains enemy's life to increase its own. When its health is full and you're injured, it transfers some of its health to... Oh. Gar nicht mal uncool. Gar nicht mal uncool. Shift 8. Okay, hilft mir aber noch nicht mit meiner aktuellen Situation weiter. Kannst du mir noch irgendwie helfen? Nope. Okay, ich komme hier raus. Was haben wir denn hier noch so ein paar Sachen? Chest upright, not reachable und Book of Wisdom. Das haben wir auch geklärt gehabt. Und ich denke, hier war Key to the Lab oder irgend sowas. Ich habe das jetzt einfach mal so gelassen. Da ist angeblich noch was. Da und da. Ansonsten, es gibt theoretisch bei Zoran hier noch einen Bereich. Key to dadadam. Das sollte ich mir auch merken. Ja, ist die Frage, ob wir den tatsächlich so versuchen.
Also jetzt schon diesen Boss jetzt machen. Denke, ist vielleicht gar nicht mal dumm. So, wo bin ich jetzt rausgekommen? An einer doofen Stelle. So, das war eh gar nicht mal so dumm. Und dementsprechend gehen wir jetzt von hier einfach zu dem Boss über. Ich denke, das Einzige, was mir jetzt wirklich noch einfällt, was wir machen können. Und vor allem ist auch das einzige Quest, was wir noch haben. Okay, dann traue ich ihm erstmal so weit, aber ich werde definitiv mindestens einmal Feuer versuchen. Und ich denke, ich werde Frog auswählen. Alright, let's go. Das ist ein Baum, ja. Holy shit, hi. Oh boy. Ciao, Froggy. Holy shit. Also für mich sieht es schon ganz clever aus, mit Dings anzugreifen. Hey, ich kann mich hier unten drunter verstecken, theoretisch. Ja, nicht perfekt, logischerweise, aber... Ach, dammit. Uh-oh. Goddammit. Okay, chug a potion. Also für mich sieht Feuer immer noch eine richtig clevere Idee aus. Mal wieder so ein paar Ausweichübungen. Nicht selbstverständlich. So, hier wäre zum Beispiel die Frage gewesen, ob es nicht clever gewesen wäre, Feuer zu upgraden. Ich habe es aber mal gemacht. Wir machen ein bisschen mehr Schaden. Das ist nicht viel, aber ich kann damit leben. Na schön, heile, heile Gänschen. Hey. Oh, shit, die Anzahl von Red Essence, die ich hier verballer. Ja, ja. Oh, ah, verdammt. Einmal genau reingesprungen. Ah, ich geh einfach hin und kaufe dann logischerweise neue. Muss nicht. Ich will lieber den Bossgegner schaffen, anstatt mich daran aufzuhängen, dass ich vielleicht nicht genug habe. So, jetzt gehe ich aber nochmal hin, heimlich. Genau. Kurz bevor dieser Meteoritenhagel wieder kommt. Nicht ideal. Oh boy. Hi, it's time. Okay, der war aber machbar. So magic trees are different. Immune to axes and fire. Did you think I was helping you? Who do you think I am? A friend, right? Friend? Friend? You're an enemy. Well, friend, enemy. We could be friends and enemies at the same time, right? But how can someone be friend and enemy at the same time? Well, look at Professor Xavier and Magneto. They're friends because they have lots of things in common, but they're also enemies because their goals are different. We share my body, and we live the same adventures, although our goals are different. You are very strange. Although your words are typical of a fool, it seems they hide a background of wisdom. Ja, genau. Was eine Logik. So. Das ist jetzt alles schön und niedlich. Ah, oh. You have defeated the third guardian and obtained the key to the library. Okay, das ist ein Anfang. Damit kann ich arbeiten. Ancora Barsh Zera, your health has been restored. Game saved. Sweet. Okay, damit werden wir jetzt weitermachen und gucken, was sich da oben in der Ecke befindet. Denn da kommen wir jetzt hin. So, wir wollen aber den unteren Weg nehmen und gehen dann diesen Weg hier entlang. Das sollte die Idee sein. Ja.
Und da kommen wir zu dem Mandrake und da können wir uns dann da hochklettern bzw. arbeiten. Aber wir haben immer noch nicht das mit dem Mandragora. Komischer Name. Hier ist, wie gesagt, die eine, aber wir brauchen immer noch diesen Pot vorher. So, Achtung. Goddammit, ich habe aufgepasst eigentlich. You killed 1000 Monsters. Yay. We are so good. Was schön ist, der kümmert sich. Nein. Goddammit. Ich wollte eigentlich nicht A runterplumpsen und logischerweise dann B so getroffen werden. Manchmal. Okay, jetzt springen wir da hoch, damit Froggy bitte diese eine Sache da angreifen kann. Dankeschön. Wunderbar. So. Jetzt warten wir ganz kurz, bis dieses Ding da abhaut. Na gut. Dann hauen wir dem Zeug auf den Kopf. Und auch dir. Und den nehme ich auch gleich mit, wenn ich hier eh schon bin. Sehr schön. Und das gleiche gilt für die beiden hier oben. Man sieht aber wirklich, ich habe einen ganz kleinen Millimeter mich weiter nach vorne bewegt und das hat... To the laboratory! Achso, ja. Was habe ich denn jetzt gerade bekommen für den Key? Library! Achso. Garden, Catacombs, Fragezeichen, Fragezeichen, Potion Maker, Second Boss. Das ist mir jetzt auch Wurst, aber können wir euch so lassen. Können gerne mal zu Zoran gehen und gucken, ob der irgendwas hat. Also da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber wir gucken einfach mal diese eine Situation uns noch an. Dankeschön. Moment, das muss ich mitnehmen. Jedes Red Essence kann mir aushelfen, ansonsten yo. Und yo. Ja, ist ja niedlich. Also ich denke, es ist mittlerweile klar, dass wir alle hier kein Problem mehr machen. Ich weiß, ich muss da nicht oben hin, aber ich wollte das Zeug hier noch schnell mitnehmen. So, wo geht's hier hin? I don't know, aber es hat sich geöffnet. Okay. Dann kann ich das hier entfernen. Wir haben einen weiteren Bereich freigeschalten. Hey, Zira. I'm a bit worried, you know? I am indifferent to your concerns. Come on, dude. Ask me why. I will do no such thing. Okay, I'll tell you anyway. See, I was thinking about this hallucinogenic drug. And it doesn't fit at all. I don't know. It's taking too long. You know, dude? Maybe I should think about other possibilities. What do you think? You are still convinced that all this is not real? Of course. And I can prove it. How? Easy. Impossible things happen here. Impossible things? Like what? I can fall from any height without getting hurt. Hanakin enchanted this castle to prevent that from happening. I see. Also, everyone speaks my language. Hanakin enchanted this castle so that all creatures can communicate, no matter what language they speak, except the black speech. Oh, sure, like a universal translator. Something else that's impossible, I could get to hear. You could get to hear? What do you mean? Get to where? Well, you know, if I crouch, I could get to... To the ground? Fuck, Zira, sometimes you're so narrow-minded. To lick it! What could it be? And in my world, I don't have such flexibility, believe me. I tested it a few times. And you won't say that Harnakon charmed this castle so all creatures can lick their own dicks, right? But... What sort of degenerate are you? Ja, da haben wir auch die Frage beantwortet. Oh, cool. More bats. Kümmere dich mal um die Viecher. Dankeschön. Okay, von da oben kann man lang. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier noch nicht sein sollen. Und das war schon richtig. Denn, you know,
Andere Aufgabe, komplett anderes Gebiet, anderes Farbmuster. Das wirkt nicht richtig. Okay, hier ist so überhaupt nichts. Oh, andere Art von Würmern. Oho, hi, endlich mal. Okay. Super. Wegen ein paar Coins. Also hier ist lustig, aber definitiv nicht, wo wir sein sollten. Und dementsprechend... denke ich, werde mir mal ganz kurz noch den Screen da drüber angucken. Aber dann wird es hier auch schon wieder enden, denke ich. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier sein sollen. Oh. Oh, shit. Das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Logischerweise will ich auch selber immer noch mal ein bisschen gegen Wände hauen. So, und jetzt will ich aber mal rausfinden. Diese Oger. Wie gefährlich sind die? Und dann gleich hier rausfinden, was für einen Schlüssel man bräuchte, wäre auch nicht falsch. Das für mich wären Orks. Schon eher als die anderen Viecher. Ihr guckt euch gerade lustig an. Bin ich hier? Hi. Umdrehen, weitermachen. More work. I'm not that kind of orc. Dankeschön. Hat funktioniert. I'm surprised. Ja, also das sind tatsächlich Orks. Key to the Halls. Aha. Key to the Halls brauchen wir hier. Das ist auch schon wieder ein anderer Bereich. Also ich gehe wirklich davon aus, dass die Farben einem sagen, wo man hingeht. Wenn man zum Beispiel hier sieht, hier ist vielleicht orange, geht es über ein orange. Hier braun, braun. Lila, lila. Blau, blau. Nicht müssen wir da weiter hoch? Aber wir haben nicht Key to the Lab. Da geht's auch lang. Da sieht man auch, das ist auch so erbräunlich. Vielleicht ist das der gleiche. Aber das hilft mir halt gerade so überhaupt nicht weiter. Also, hier muss ich wieder fragen einfach, ob jemand irgendwo einen Tipp am Start hat. Oder ansonsten logischerweise werde ich mich einfach mal hier nochmal ein bisschen genauer umgucken. Hi. Wieder einer angeguckt hat. Also bisher ist es einfach hier noch nichts. Ich bin eigentlich gerade wirklich nur hier, um noch so ein bisschen Licht reinzubringen. Nicht nur in meiner Unsicherheit, sondern auch logischerweise in dem Raum selbst. So, dann wollen wir doch da unten gucken. Hier warten wieder mehr Viecher, okay. Ich will gar nicht herausfinden, ob die irgendwelche... Oh, oh. Da kann man runterplumpsen. Das sollte ich vielleicht vielleicht am Anfang verhindern. Sehr gut. Hi. Another female. And she also looks like she's in heat. Oh boy. You dirty old man! Are you not ashamed to be with such a young female? She could be your daughter! She, my daughter! Yes. She has your eyes. By the way, isn't it mating season? If you want, I can fertilize her for just a few coins. I wish grandson big and strong. I wish my daughter be fecundated by great orc Grom. Let me guess. You're looking for this orc and you can't find him. I can find him for you for just a few coins. I find orc. Great Grom in room behind door. Shit, no hits. I ask orc to fecundate my daughter, but orc say no. Really? Maybe he's, you know, not into girls? Orc not a cleric. Orc warrior. I didn't mean that. I mean that maybe he is orc sexual. Me no understand. But Grom offends my daughter. If Grom no mate with daughter, Grom no mate with other females. I give great gift. If you make Grob lose his potency.
You don't want me to just kill him? It's great honor for Orth to die in battle. I seek dishonor. So, how do we remove his mojo? In Austin Powers, Fat Bastard used a drill. But I don't think that the orc is frozen, is he? Grom asleep beyond door in bedroom. You cover vital parts of Grom with leeches. This make lose his virility and be great dishonor. Other orcs watch. You enter without being seen. Wow, what a wicked plan. If I put leeches on his privates, they'll shrivel up like a raisin. The fucking hell. Okay, jetzt komme ich hier wieder raus. Hier kann man lustigerweise durchplumpsen. Oh, direkt zu den Mistviechern, okay. Corroding, holy shit. Okay. Das ist auch gut zu wissen. Okay. Damit kommen wir zum Ende dieses Teils. Ich würde eigentlich ganz gerne erst das Quest beenden, damit wir in The Gardens vermutlich dann fertig sind, aber ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Und das ist mein großes Problem, das wir bisher noch nicht beantwortet haben. Ansonsten ist immer noch ein Pfeil, wo ich auch nicht weiß, wo der hin will. Hm. Key to the Gardens hatten wir geöffnet gehabt. Keine Ahnung. Ich hoffe aber trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.